Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Jelos TV, eine weitere Episode in unserer kleinen neuen Rubrik Guides and Tutorials und wieder das Ram Royale das Thema. Ich habe mich mal vor geraumer Zeit mit meiner Achillesferse, dem Ellen, beschäftigt und konnte seitdem auch eigentlich doch deutliche Fortschritte verbuchen. Ich weiß, ich bin nach wie vor eine Flasche, vielen Dank für den Hinweis. Nichtsdestotrotz gab es eine Zeit vor dieser Flasche, die war noch etwas trauriger, wie auch immer. Ich möchte euch kurz einmal in Ram Royale selber zeigen, wie ihr ein paar Einstellungen bzw. eine Einstellung ändern könnt, die euch das Aiming auf jeden Fall deutlich erleichtern wird in meinen Augen, und darüber hinaus ein kleines Programm zeigen, das ihr im Steam Shop runterladen könnt, dazu aber später noch ein bisschen mehr. Wenn euch dieses Video gefallen sollte, schaut unbedingt auch in unsere anderen Videos rein. Ich denke, und der Floschi denkt auch, dass diese Videos durchaus sehenswert sind und damit sicher auch für den einen oder anderen was dabei sein sollte. Darüber hinaus hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video ein bisschen was bringen wird. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da Erfolge durcherzählt habt, würde ich mich darüber freuen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei diesem kleinen Video. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht großartig viel Zeit und fangen direkt einmal mit dem in meinen Augen wichtigsten Punkt bei dem Aiming an. Zumindest war es bei mir so, dass ich da am Anfang einen riesen Fehler gemacht habe, auf den mich Floschi dann irgendwann hingewiesen hat. Das war allerdings auch erst unserer COD-Zeit, das war so ein bisschen nach unseren anfänglichen Spielen in Ram Royale und ist wahrscheinlich auch mit ein Faktor, warum ich so unvorstellbar scheiße gamed habe. Ihr könnt einfach mal in die Optionen gehen und schaut euch da einfach mal unter dem Punkt Steuerung die Mausempfindlichkeit an. Das ist eine super kleine Sache, klingt total banal, aber viele Spieler überschätzen sich da, haben eine unglaublich hohe Sensitivität eingestellt. Sprich, ihr bewegt die Maus nur einen halben Zentimeter auf dem Mauspad, dreht euch aber einmal um die komplette eigene Achse, legt da also einen 360-Grad-Turn hin. Das ist eine total quatschige Einstellung. Es gibt mit Sicherheit einige Profis, die so spielen können. Der Großteil der Menschen schafft das allerdings nicht, das Ganze so schnell zu verarbeiten vom Kopf her. Da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, diese Mausempfindlichkeit deutlich runterzudrehen. Ich schätze mal, der Standardwert in Ram Royale wird irgendwo so bei 15 oder 20 liegen. Tippe ich jetzt einfach mal so, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich würde euch einfach mal empfehlen, erstmal vielleicht auf 5 runter zu gehen oder vielleicht noch ein kleines Stück darunter. Das ist am Anfang mega ungewohnt, ich weiß das, ich habe das selber durchlebt. Das war auch für mich eine harte Zeit am Anfang, weil ich dadurch einfach noch schlechter geaimt habe. Ich habe aber mittlerweile einfach gemerkt, dass mir das unglaublich viel gebracht hat und die Lernkurve dann relativ steil war. Man also doch relativ schnell deutlich besser geworden ist und ich jetzt mittlerweile doch auf einem relativ guten Niveau aimen kann. Ich blende euch für jetzt das Kommende einfach nochmal kurz meine Hackfresse ein. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ich denke mal, dass man in den Einstellungen von Ram Royale gar nicht mehr so viel mehr aus der Materie rausholen wird. Diese Sensitivität ist eigentlich schon mal der wichtigste Punkt. Ich weiß, dass das Thema unglaublich kontrovers diskutiert wird. Es gibt unglaublich viele YouTube-Videos zu diesem Thema. Viele sagen, ihr müsst da euren eigenen Weg gehen. Und das ist natürlich auch letzten Endes immer der heilige Gral. Ihr müsst für euch selber entscheiden bzw. herausfinden, was für euch am besten funktioniert. Und da dann einfach drauf aufbauen. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass der Großteil der Menschheit auf jeden Fall eher mit einer niedrigen Sensitivität zurechtkommen wird und ihr da wahrscheinlich deutliche Performance-Steigerungen erfahren werdet, wenn ihr das einfach mal ausprobiert. Ihr solltet es aber auch gar nicht so unbedingt im Spiel ausprobieren, denn das wird doch relativ traurig werden am Anfang. Da spreche ich aus eigener leidlicher Erfahrung aus meiner COD-Zeit, wo ich viel mit der Sensitivität rumgespielt habe. Ich bin dann auch über YouTube-Videos zu einem kleinen Programm gekommen, das sich Aimtastic nennt. Das könnt ihr im Steam-Shop einfach runterladen, das ist kostenfrei. Und da habt ihr eine ganze Menge Möglichkeiten, euer Aiming tatsächlich zu verbessern. Und eigentlich soll es auch genau darum in diesem Video gehen. Das ist nämlich der Rest dieses Videos. Und ich würde sagen, wir wechseln einfach mal in das Programm. Ich würde sagen, wir fangen einfach erstmal mit dem wichtigsten Punkt an, und zwar mit den Options. Ihr geht in die Options, Reiter Game, der aber auch direkt vorausgewählt ist, und dort Sensitivity. Diesen Wert müsst ihr erstmal anpassen. Leider ist Ram Royale aufgrund der nicht ganz so bedeutenden Größe, sage ich jetzt mal, nicht bei diesen Voreinstellungen dabei. Wenn ihr zum Beispiel Fortnite spielt, seht ihr hier, könnt ihr einfach eure Sensitivity aus dem Spiel übernehmen. Das ist natürlich ein super geiler Luxus. Die Möglichkeit haben wir nicht. Ich habe da mal einen kleinen Tipp für euch. Ihr geht einfach ins Spiel Ram Royale, visiert mit der Maus, von mir aus auch oben noch im Zeppelin, einen Punkt an und dreht euch einmal um die eigene Achse, quasi 360 Grad. Und schaut, wie viel Zentimeter eure Maus über das Mauspad gewandert ist. Nehmt euch einfach ein kleines Lineal, einen Zollstock, ein Maßband, was auch immer. Schaut, was ihr da für Werte erreicht. Und dann macht ihr das gleiche hier im Spiel. Ist eigentlich ganz simpel. Ihr tragt hier einfach den Wert ein, zum Beispiel hier bei CSGO, Quake, Source. Dass ihr da dann die 3 eingebt. Das ist ein relativ niedriger Wert. Also meine Maus rennt gute 30 cm über das Mauspad, bevor ich mich einmal um die eigene Achse gedreht habe. Dann geht ihr einfach auf Apply, ihr kommt dann in das Spiel rein, beziehungsweise geht in das Spiel, pardon.
Sucht euch einfach ein Spiel aus, Bigger Than Smaller beispielsweise. Drückt auf Play, ihr visiert den Punkt an, legt die Maus ganz links an euer Mauspad an, dreht euch einmal um die eigene Achse und seid jetzt wieder da und könnt jetzt den Wert von der Mauskante, von der linken Mauskante bis zum linken Mauspadrand messen und könnt den Wert dann entsprechend so einstellen, wie er bei Realm Royale auch vorgegeben ist. Darüber hinaus gibt es in den Options gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, an denen ihr rumspielen müsst. Die Keybindings solltet ihr natürlich an das Spiel Realm Royale oder an jeden anderen Shooter, den ihr spielt, anpassen, selbstverständlich. Da es hier allerdings auch nicht allzu viele Einstellungsmöglichkeiten gibt, dürfte da eigentlich keiner von überfordert sein. Unter Graphics habe ich persönlich nichts eingestellt, da könnt ihr natürlich an den Max-FPS rumspielen, ob das vielleicht irgendwas bringt. Auch hier diese ganzen Advanced-Settings interessieren mich eigentlich nicht die Bohne, finde ich glaube ich auch, oder ich denke, die werden auch nicht wirklich irgendwie mehr Performance bieten, wenn ihr da großartig rumspielt. Überspringt diese Einstellung einfach, geht direkt zu UI. Hier gibt es eigentlich auch nur ein paar Kleinigkeiten, die ihr ändern müsst. Hitmarker-Color, das ist einfach nur eine Sache, wie ihr es haben möchtet, wie ihr es bevorzugt. Das ist quasi einfach die Farbe der Kugel, die ihr dann auf die Scheibe auftrifft. Die ist dann jetzt in diesem Falle rot, ist jetzt nicht so dramatisch. Genauso hier Crosshair-Type, sowie die Crosshair-Color und Outline-Colors. Da könnt ihr ein bisschen rumspielen. Hier seht ihr das Crosshair. Da könnt ihr jetzt mal ein bisschen rumspielen, beispielsweise den Rand einfach mal rot machen. Ihr seht, jetzt ist die Umrandung rot. Ist ein kleines Gimmick, ist jetzt auch nicht unbedingt weltbewegend. Von daher schaut einfach mal, was ihr da bevorzugt. Ich denke mal nicht, dass ihr da irgendwo Performance durchgewinnt. Unter Audio gebe ich noch einen Tipp, Hitsound anzupassen an irgendwas, was ihr gerne hören mögt. Macht es von mir aus auch ganz aus, denn das kann teilweise doch schon sehr nervig sein, wenn ihr immer alle 0,5 Sekunden so einen ekelhaften Ton auf dem Ohr habt. Wir sind mit Options durch und kommen direkt zu dem eigentlich wichtigsten Punkt, und zwar dem Button Play. Hier habt ihr ein paar Spiele zur Auswahl und ich gebe euch da jetzt einfach nur mal ein paar Empfehlungen. Die Spiele, die ich auch gerne gespielt habe, das wäre zunächst Bigger Than Smaller, dazu noch Reflex, das ist auch ein relativ geiler Modus. Ich werde da gleich nochmal ein bisschen was zu zeigen. Flat Wall Tracking finde ich auch ziemlich interessant, ist eine gute Übung. Sowie Reaction Time ist eine etwas kürzere, kurzweiligere Übung. Und last but not least, der Soul Course Uno. Den kann man machen, muss man aber nicht. Ich finde, der ist relativ unspektakulär und ich glaube auch nicht unbedingt, dass der Nutzen so gigantisch sein wird. Ich persönlich bin immer ein großer Fan davon, wenn auch mal die Parameter erklärt werden und man nicht einfach nur sagt, hier, ey, spielt Bigger Than Smaller, wird schon laufen. Ich erkläre euch das mal kurz am Beispiel Bigger Than Smaller. Ihr habt hier verschiedene Regler, an denen ihr rumspielen könnt. Hier oben sind ein paar Presets. Von Anfang an habt ihr in der Regel nur Easy, Standard und Hard. Ich habe hier jetzt schon ein paar Copies. Das gestaltet ihr einfach über Add Preset. Dann bekommt ihr eine Copy dazu, jetzt in diesem Fall Standard Copy. Und dann könnt ihr an diesen Reglern hier rumspielen. Und das Spiel ein bisschen schwieriger gestalten, das Spiel ein bisschen einfacher gestalten, je nachdem, wie weit ihr gerade seid. Ich erkläre mal kurz die Parameter, die sind auch auf die anderen Übungen anwendbar. Die Target Size, natürlich die Größe der Scheiben. Je größer ihr hier den Wert eintragt, desto größer ist die Scheibe, desto einfacher wird es zu zielen bzw. zu treffen. Die Distance ist letztendlich einfach nur die Distanz, die von den Scheiben entfernt steht. Die geht in geraden Schritten nach oben. Jetzt seid ihr schon relativ weit weg, das dürften dann 5 Meter sein. Geht hoch bis 10 Meter, ist auch ein ganz interessanter Parameter. Die Lifetime ist letzten Endes einfach nur, wie lange diese Scheiben bestehen. Bei Bigger Than Smaller geht es nachher darum, dass die Scheiben größer werden und dann wieder kleiner. Und in dieser Zeit müsst ihr sie treffen. Dafür habt ihr also in diesem Fall 3 Sekunden Zeit. Die Start Time Between Spawns ist auch relativ simpel. Es entsteht eine Scheibe, die wird dann größer, kleiner und 0,9 Sekunden später startet die nächste Scheibe. Dann wieder 0,9 Sekunden später startet die nächste Scheibe und so weiter und so fort. Die Hold Time ist tatsächlich nochmal interessant. Das ist letzten Endes die Zeit, die die Scheibe ganz groß bleibt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Lifetime 3 Sekunden eingestellt habt und eine Holdtime von, ich sage jetzt mal eine Sekunde, dann wird sie halt eine Sekunde größer, eine Sekunde bleibt sie auf der Größe und eine Sekunde wird sie wieder kleiner. Wird also auch wieder ein bisschen einfacher, je höher ihr diesen Wert eintragt. Speed Up Speed ist letzten Endes einfach nur die Eskalationsstufe von Aimtastic. Je höher dieser Wert, desto schneller geht das Spiel, also desto schwieriger wird es oder desto schneller wird es schwierig. Und die Anzahl der Leben ist, denke ich mal, auch selbsterklärend. Ich kann mir jetzt 3 Misses bei Bigger Than Smaller leisten. Wenn ich diese 3 Misses habe, dann ist das Spiel automatisch vorbei. Ich komme aber gleich nochmal drauf zurück. Ja, da zeige ich euch einfach mal eine Runde Bigger Than Smaller. Dann werdet ihr schon verstehen, wovon ich hier spreche. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Bigger Than Smaller an. Ich zeige euch einfach mal, was in der Übung auf euch zukommt. Ist eigentlich ganz simpel. Ihr seid hier in einem kleinen Räumchen. Hier habt ihr die Zielscheibe. Da klickt einfach einmal drauf und 3 Sekunden später beginnt das Spiel.
Dann gilt es, diese kleinen Kreise zu treffen, und zwar nach Möglichkeit, bevor sie wieder verschwinden. Das heißt, sie werden erst größer, dann werden sie anschließend wieder kleiner, bis sie verschwinden. Ich meine, wenn drei verschwunden sind, ist das Spiel automatisch verloren. Am Anfang ist es noch relativ simpel, ihr trefft die Kreise relativ gut. Es wird aber mit der Zeit auf jeden Fall deutlich schwieriger, und an diesem Punkt würde ich einfach mal ein Stück weit vorspulen, damit ihr seht, was ich meine. Jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, wo es für mich interessant wird. Ich komme jetzt schon teilweise doch schnell an meine Grenzen. Ich habe es in mehreren Videos schon gesagt, Floschi und ich, wir sind nicht die besten Spieler auf diesem Planeten. Nichtsdestotrotz wollen wir uns natürlich auch verbessern, nutzen also auch diese Möglichkeiten. Ihr seht schon, jetzt werden es langsam mehr Kreise. Es wird also deutlich anspruchsvoller, diese Kreise rechtzeitig zu treffen. Bei mir fängt es dann irgendwann an, dass ich eine Scheibe nicht mehr bekomme und das ganze Spiel in sich zusammensackt. Ich denke mal, das wird hier auch jeden Augenblick passieren. Ihr merkt schon, es ist, da habe ich schon einen übersehen, da habe ich noch einen übersehen. Und jetzt habe ich gleich noch einen, der nicht... Das war der dritte, ich bin rausgeflogen. Ich habe jetzt eine kleine Overview, was ihr erreicht habt. Links seht ihr die Stats. Der Score, die Shots, die Hits, die Misses, das heißt also auch eine Quote, die ihr getroffen habt. 92 ist meine Biggest Combo, war natürlich am Anfang relativ simpel. Dieser Modus macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich würde euch da empfehlen, so 3, 4, 5 Einheiten am Tag zu starten. Ihr seht ja selber, das dauert jetzt nicht so lange. Ich denke mal, das Spiel hat hier jetzt insgesamt vielleicht 2 Minuten gedauert, wenn überhaupt. Ist also eine sehr feine Sache. Wir sind direkt in der nächsten Übung, und zwar Reflex. Gleiches System, ihr startet in der kleinen Halle, ihr drückt auf die Zielscheibe, 3 Sekunden später geht's los. Und jetzt seht ihr, wie die Kreise hier aufploppen und ich die quasi abschießen muss rechtzeitig. Das ist schon eine relativ coole Übung. Ich denke mal, der Sinn ergibt sich von alleine, wenn jetzt zum Beispiel Targets um die Ecke kommen oder dergleichen, dass ihr die dann halt direkt aufs Korn nehmt und auch vernünftig bekämpfen könnt, weil ihr die halt auch direkt trefft und nicht so großartig daneben schießt, so wie ich jetzt gerade die ganze Zeit, während ich am Quatschen bin. Ich denke mal, ich brauche euch hier über diesen Spielmodus auch schon nicht mehr viel mehr erzählen. Das reicht eigentlich auch schon, mal eine kleine Runde. Ihr habt einfach mal gesehen, worauf es ankommt. Und auch hier würde ich euch empfehlen, einfach mal die Presets durchzugehen, zu schauen, was für euch am besten kommt und das dann dementsprechend einfach runterzuspielen. Die nächste Übung auf der Liste ist Flat Wall Tracking. Ich zeige euch auch hier einfach einmal kurz, was auf euch zukommt. Ihr seht schon, hier muss man einfach nur auf dem Kreis bleiben. Das ist jetzt noch ein bisschen simpel, weil der Kreis relativ groß ist. Ich habe da auch schon mal so mit ein paar Presets rumgespielt. Da wurde es dann doch deutlich interessanter. Nichtsdestotrotz seht ihr hier jetzt natürlich auch, ich bin jetzt kein Meister. Auch hier in meinen Augen ergibt sich der Sinn von alleine. Das ist, glaube ich, der Skill schlechthin, was das Aiming angeht, den man in Spielen wie Realm Royale braucht, nämlich auf dem Ziel zu bleiben. Gerade wenn ihr die etwas schnelleren Waffen benutzt, wie zum Beispiel die Giftpistole oder auch das SMG. Das ist einfach eine richtig geile Übung, würde ich euch auch empfehlen, da den Timer ein bisschen hochzusetzen, dass ihr da so 1,5-2 Minuten spielt pro Runde, da vielleicht so 2-3 am Tag von macht. Ich denke mal, das ist schon eine ganz gute Sache. Die nächste Übung auf der Agenda wäre dann Reaction Time. Ganz simple Sache, ihr klickt einmal drauf, 3 Sekunden später geht's los und die Kreise kommen irgendwann. Und zwar jetzt. Zack, ihr habt es gesehen, er taucht einmal kurz auf, ihr müsst sofort draufdrücken. Dann misst er die Zeit, die ihr quasi vom Auftauchen dieser Scheibe bis zum Abschießen dieser Scheibe benötigt. Ist natürlich eine richtig geile Übung, um halt einfach die Reaktionszeit zu verbessern. Ich würde es allerdings auch nicht zu lange machen, vielleicht so 2 Minuten pro Tag. Ihr seht schon, das sind jetzt alles keine legendären Werte. Es ist mir schon fast ein bisschen peinlich, dass ich euch das hier zeige, aber gut, besser ich als überhaupt niemand. Von daher, richtig coole Übung, nehmt es auf jeden Fall einmal kurz mit rein. Just for fun werde ich euch nochmal den Assault Course Uno zeigen. Ich bin echt nicht überragend. Ich zeige es euch trotzdem einfach mal. Ich laufe durch die Gegend. In der Bewegung werden die ganzen Ziele angegriffen und bekämpft. Getötet quasi. Ich weiß jetzt natürlich schon, wo die sind. Ihr seht auch, der Kurs ist nicht besonders lang. Das ist jetzt alles kein Drama. Ist jetzt kein Hexenwerk. Das war, glaube ich, die beste Runde, die ich jemals gespielt habe. Und ihr wart live dabei. Oder mehr oder minder live. Ihr seht auch hier jetzt rechts wieder My Top Scores. Das war, wie gesagt, die beste Runde, die ich hier jemals gespielt habe. Ich habe es auch noch nicht oft gespielt, weil ich diesen Modus nicht ganz so überzeugend finde. Wenn ihr jetzt zurückgeht, seht ihr auch nochmal die Scores von anderen Spielern. Ein bisschen deprimierend in meinem Fall. Ich hoffe, bei euch wird es besser aussehen. Das war's eigentlich auch schon wieder mit Aimtastic. Ich wüsste zumindest aktuell nicht mehr, was ich euch noch erzählen soll.
Ihr habt natürlich die Möglichkeit, diese ganzen anderen Mods durchzuprobieren. Vielleicht ist da irgendwas für euch dabei, was euch noch ein bisschen mehr kickt, was euch noch einen etwas größeren Vorteil im Spiel gibt. Legt euch so eine kleine Routine zurecht, die ihr vielleicht so 10, 15 Minuten am Tag einfach mal kurz runterspielt, bevor ihr auch vielleicht die erste Runde Realm Royale spielt. Dann kommt ihr direkt ein bisschen rein, ihr seid direkt ein bisschen warm, was das Aim angeht, und vielleicht wird dadurch auch schon die erste Runde direkt wieder ein bisschen besser. Das war's auch schon wieder mit diesem kleinen Tutorial oder Guide oder wie auch immer man es nennen möchte. Ich hoffe, ich konnte euch das ganze Aiming-System ein bisschen näher bringen, und noch viel mehr hoffe ich natürlich, dass ihr in naher Zukunft weitere Fortschritte machen werdet, besser spielt durch eventuell auch dieses Tutorial. Wenn es euch gefallen hat und ihr vielleicht auch noch andere Ideen habt, worüber man mal ein Tutorial machen könnte, schreibt es uns unbedingt unten in die Comments rein, damit wir wissen, in welche Richtung wir gehen sollen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ich hoffe, es wird euch was bringen, und in diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!